Zwei Greise kämpfen ums Präsidentschaftsamt in den USA. Der eine, Joe Biden, der wird respektiert und geachtet. Der andere, Donald Trump, der steckt eigentlich schon mit einem Fuß im Knast. Eigentlich klar, wer da gewählt wird, sollte man meinen. Aber es gibt gute Gründe dafür, dass der nächste Präsident doch wieder Donald Trump heißt. Und das hätte natürlich Folgen. Politisch, wirtschaftlich und für den Aktienmarkt. Donald Trump hat's nicht leicht zurzeit. Es liegen zig Anklagen vor gegen ihn. Wegen dem Sturm damals aufs Kapitol, wegen versuchter Wahlfälschung, Schweigegeld für eine Pornodarstellerin und dann noch Zivilklagen, wegen Verleumdung, wegen Falschaussagen gegenüber Banken, gegenüber Gläubigern und außerdem noch, weil er Geheimdokumente bei sich zu Hause geortet hat. Ein ganz merkwürdiges Thema, weil wegen dem Gleichen wird ja auch gegen Joe Biden ermittelt. Damit haben sie anscheinend also beide ein Problem. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ganz gut, dass sich die alten Leutchen immer noch was zu lesen mit nach Hause genommen haben. Dann sitzen sie schon nicht den ganzen Abend vor der Glotze. Aber wie auch immer, Donald Trump ist auf jeden Fall schwer unter Beschuss im Moment. Und bei jedem anderen, da würde man eigentlich sagen, der ist jetzt doch ziemlich schwer angeschlagen und ein hohes politisches Amt, das kann der in Zukunft vergessen. Aber im Gegenteil, eigentlich stärkt ihn das alles sogar noch. Es bringt ihm auch wieder immens Aufmerksamkeit und er kann sagen zu seinen Anhängern, schaut euch das an, was da wieder für eine Hexenjagd gegen mich läuft. Und vor ein paar Monaten, da hätte man vielleicht noch gedacht, naja, das mit Donald Trump, das wird wahrscheinlich nichts mehr oder es ist unwahrscheinlich, weil es auch harte Gegenkandidaten gibt in der eigenen Partei. Vor allem Ron DeSantis, die Schnapsmarke aus Florida, jung, dynamisch und auch jemand, der auch die Leute mitreißen kann. Aber Donald Trump war trotzdem erstmal der Favorit. Und so hat sich's dann entwickelt in den Umfragen seit Dezember. Donald Trump, das ist die rote Kurve, der war immer so bei 50% erst und der hat seinen Vorsprung jetzt aber noch ausgebaut und ist jetzt inzwischen sogar bei fast 60%. Und Ron DeSantis, die grüne Kurve, der hat gut angefangen, teilweise schon bei 30%, aber die letzten Monate ist es dann stark zurückgegangen, immer mehr, und hat sich inzwischen halbiert, sein Anteil. Ron DeSantis ist für viele eigentlich ein ganz guter Kandidat, aber bei ihm geht es eben sehr stark um Kulturkampfthemen, also Wokeness, LGBT, kritische Rassentheorie und so weiter. Das wühlt die Amerikaner jetzt zwar schon wahnsinnig auf, aber es kommt vor allem bei denen gut an, die eigentlich sowieso schon harte Trump-Fans sind. Und bei den gemäßigten Republikanern, die Trump gegenüber misstrauisch sind, wo er Punkte machen müsste, da hat er nicht so viel zu bieten. Es wäre aber für ihn besser. Und Donald Trump selber ist ja jetzt gar nicht so großartig der Kämpfer gegen Wokeness. Seine Agenda ist um einiges breiter und er war natürlich auch schon mal der Amtsinhaber, sodass viele sagen, das ist einfach das größere Kaliber. Und das ist der aktuelle Stand. Wen würden Sie wählen zum Kandidaten der Republikanischen Partei? Donald Trump liegt bei 59% und damit 43% vor Ron DeSantis. Die übrigen Kandidaten, Vivek Ramaswamy, Mike Pence, Nikki Haley und so weiter, die sind unter ferner Liefen nochmal deutlich weiter drunter. Und die Vorwahlen sind ja schon im Januar. Das ist also nicht mehr so lang hin, sodass man fast sicher sagen kann, wenn Donald Trump bis dahin nicht wirklich im Gefängnis sitzt, dann ist er mit hoher Wahrscheinlichkeit derjenige, der nächstes Jahr antritt gegen Joe Biden. Joe Biden. 2020 hat er Donald Trump besiegt. Viele, auch die Republikaner, waren der Meinung damals, nochmal 4 Jahre Trump, das können wir uns einfach nicht mehr leisten. Das packt unser Land nicht mehr. Und sie haben zähneknirschend auch zum Teil Joe Biden gewählt. Er war aber damals schon nicht der große Traumkandidat, nur die anderen Demokraten, die hätte die Mehrheit der Amerikaner wahrscheinlich nicht gewählt. Und Joe Biden war wenigstens noch ziemlich konsensfähig. Und trotzdem war es am Ende dann verdammt knapp.
Und heute ist es so, als Joe Biden gesagt hat, im April, er tritt nochmal an, da sind seine Zustimmungswerte auf ein Rekordtief gefallen. Und auch bei den Demokraten haben dann viele aufgestöhnt und gesagt, naja, ich weiß nicht, weil in seiner zweiten Amtszeit, die würde er dann anfangen mit 82 und sowas kann sich vielleicht der Vatikan leisten, aber doch nicht die USA. Und auch sein größter Erfolg, nämlich die Wirtschaftspolitik, auch das zieht nicht bei den Amerikanern. Sie hat eben auch ihre Schattenseiten, diese Politik. Sie basiert auf einer immensen Verschuldung. Dazu habe ich ja letzte Woche ein Video gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Solche Themen finden Sie hier auf dem Kanal unter anderem. Und wenn Sie den Kanal abonnieren, dann kriegen Sie auch in Zukunft mit, wann wieder solche Videos da sind. Einfach hier auf den Abo-Knopf unten gehen und dann noch auf die Glocke drücken. Gut. So oder so, natürlich wissen wir noch nicht, wie die Wahl ausgeht nächstes Jahr. Es ist ja auch noch eine Weile hin, aber es ist eben nicht mehr unwahrscheinlich, dass Donald Trump tatsächlich wieder Präsident wird. Und das darf einen dann eben auch nicht überraschen jetzt. Und man sollte sich rechtzeitig auch darauf einstellen. Das versucht zum Beispiel inzwischen auch die Bundesregierung. Dazu gibt es einen guten Artikel im Spiegel. Horrorszenario. Deutschland bereitet sich vor auf eine mögliche Wiederwahl von Donald Trump. Ein herzlicher Willkommensgruß also an ihn von der deutschen Presse. Er hat Deutschland sowieso noch nie leiden können. Die Deutschen, das hat er gesagt auf einem G7-Gipfel, die sind böse, sehr böse. Und was ihn vor allem gestört hat, das war, dass wir in den USA so viele Autos verkaufen und das Gasabkommen mit Russland. Die USA sollen Deutschland vor Russland schützen, aber die Deutschen zahlen Milliarden jedes Jahr an Russland. Und über Nord Stream kann man sich natürlich streiten, aber was die deutschen Verteidigungsausgaben damals betrifft, die waren ja deutlich unter 2% vom Bruttoinlandsprodukt, obwohl 2% ausgemacht waren, da hat Trump leider auch recht gehabt. Und man kann sagen, schon Donald Trump und Angela Merkel sind ja nicht besonders gut ausgekommen. Und da will man sich jetzt gar nicht ausmalen, wie es wird, wenn Annalena Baerbock da mal aufschlägt mit einer wertgeleiteten feministischen Außenpolitik bei Donald Trump. Aber auf der anderen Seite natürlich ist die Bundesrepublik auch nicht mehr die gleiche. Seit unserem 100 Milliarden Sonderetat für die Bundeswehr, damit kann man dann ja vielleicht doch punkten bei ihm und vielleicht werden Baerbock und Trump ja noch die besten Freunde am Ende. Aber bevor man jetzt sagt, wenn Trump Präsident wird, dann geht alles wieder kaputt, was aufgebaut worden ist, da muss man sich auch mal die Kontinuitäten anschauen in der amerikanischen Politik. Zum Beispiel Handelspolitik. Unter Barack Obama ist ja noch hart gearbeitet worden, sowohl am transatlantischen Freihandelsabkommen mit der EU also, als auch an der transpazifischen Partnerschaft. Donald Trump, der ist aus beiden Abkommen sofort ausgestiegen und er hat dann sogar Strafzölle ja verhängt auf Aluminium- und Stahlimporte aus der EU. Die waren eine Gefahr für die nationale Sicherheit. Diese Strafzölle, die gibt es inzwischen nicht mehr. Aber dafür ist ja dann Joe Biden gekommen mit dem Inflation Reduction Act. Der ist auch stark protektionistisch und Importe aus der EU sind da auch stark benachteiligt. Und von einem Freihandelsabkommen, da ist auch unter ihm jetzt überhaupt keine Rede mehr. Oder die China-Politik. George W. Bush, der hat ja zum Beispiel noch die Aufnahme von China in die Welthandelsorganisation stark unterstützt und begrüßt. Unter Obama hat es dann schon ein bisschen geknirscht mit China und unter Trump, da war dann die radikale Wende, der Handelskonflikt mit Strafzöllen auf fast alle Importe aus China. Er hat also den Konflikt ganz plötzlich zugespitzt. Nur unter Joe Biden ging es ja genauso weiter. Die Strafzölle sind ja alle noch in Kraft und dann sind ja sogar zusätzlich noch die Halbleiterembargos verhängt worden. Die sollen China als Technologieland auch wirklich hart treffen. Und damit hat man gleichzeitig auch die Welthandelsorganisation weiter ausgehöhlt. Aber wo ist da der große Unterschied, könnte man sagen?
Natürlich gibt es auch Sachen, wo sich Trump und Biden komplett unterscheiden. Am wichtigsten ist da der Klimaschutz. Und in USA sind natürlich auch unter Donald Trump Teslas verkauft worden oder es sind auch unter ihm Solaranlagen da gebaut worden. Das hat er auch alles schlecht verhindern können. Aber viel wichtiger sind natürlich so Dinge wie internationale Vereinbarungen, internationale Zusagen, Pariser Klimaabkommen zum Beispiel. Donald Trump ist da ausgetreten, Joe Biden ist dann wieder eingetreten und wenn aber Donald Trump wieder der Präsident wird, dann wird er wahrscheinlich wieder austreten und so geht das dann immer weiter. Und wenn ein Land, das für den Klimaschutz ja so wichtig ist wie die USA, wenn das da nicht zuverlässig ist, dann wird es natürlich bei anderen wichtigen Ländern, die da sowieso skeptisch sind mit der ganzen Sache und sehr zurückhaltend, dann wird es da natürlich auch sehr schwer, dass man die dann zu irgendwas bewegt. Das ist also sehr, sehr entscheidend, was da passiert. Und sonst die Außenpolitik? Als er Präsident geworden ist damals, da haben viele gesagt, der zündet die Welt an, so wie der drauf ist. Das gibt Kriege ohne Ende. Das ist aber nicht passiert. Er war sehr konfrontativ gegenüber Freund und Feind und er hat ja zum Beispiel den Atomwaffenvertrag mit dem Iran sofort wieder gekündigt. Er hat anderen Ländern auch gedroht ohne Ende, aber es ist nichts wirklich eskaliert. Und mit das Erstaunlichste war ja zum Beispiel diese Annäherung an Kim Jong-un und an Nordkorea. Beste Freunde hier, nachdem sie sich erstmal gegenseitig die totale Vernichtung angedroht haben. Und das hätte eigentlich auch wirklich was werden können. Es ist aber dann leider doch gescheitert, weil die Erwartungen der USA dann ja auch unrealistisch waren. Aber insgesamt war Donald Trump jetzt an einem Krieg oder auch an einer militärischen Machtdemonstration jetzt nicht besonders interessiert. Im Gegenteil, Syrien, Afghanistan, die NATO, er war eigentlich überall auf dem Rückzug. Der Höhepunkt des amerikanischen Interventionismus, das war schon unter George W. Bush. Da hat man sich ständig gefragt in den USA, wie sichert man die amerikanische Dominanz und da hat man ja auch vor Kriegen nicht zurückgeschreckt. Und davon haben die Amerikaner aber irgendwann mal die Nase wirklich voll gehabt. Tausende Tote, immense Kosten und für viele war das natürlich auch irgendwo der moralische Bankrott. Guantanamo, Abu Ghraib und so weiter. Und darum dann der Wahlsieg von Barack Obama. Der hat dann kurz danach ja sogar auch den Friedensnobelpreis gekriegt. Dann hat er erstmal in Ruhe seinen Drohnenkrieg weiterführen können. Den hat Donald Trump übrigens auch weitergeführt. Aber schon unter Barack Obama hat es außenpolitisch, militärisch eine starke Rückzugstendenz gegeben. Militäreinsätze nur zu kalkulierbaren Kosten und unter Trump ist es so weitergegangen. Weil seitdem auch und gerade bei den Republikanern einen Trend gibt, dass man sich aus der Weltpolitik und aus den ganzen Bündnissen und Verpflichtungen endlich mal auch raushalten will. Und das war eigentlich auch die Meinung von Donald Trump. Ihr da draußen macht euren Scheiß allein, America first. Und die neue Generation bei den Republikanern, die will auch der Ukraine jetzt nicht unbedingt großartig helfen. Und die Fraktion im Repräsentantenhaus, die hat auch schon angekündigt, wenn der Senat jetzt noch höhere Ukraine-Hilfen beschließen will, dann wollen sie das auch blockieren. Trump und der Ukraine-Krieg, das ist natürlich gerade ein ganz heißes Thema und er selber hat ja neulich gesagt, er würde den Krieg in 24 Stunden beenden, weil er ja sowohl mit Putin als auch mit Zelensky ein super Verhältnis hat. Das ist wahrscheinlich ein bisschen Selbstüberschätzung, aber er würde sehr wahrscheinlich versuchen, dass er beide Seiten irgendwie an den Verhandlungstisch presst, ohne dass er jetzt eine große Sympathie für die Ukraine hätte. Für ihn ist die Ukraine hauptsächlich das Land, wo Hunter Biden, der Sohn von Joe Biden, krumme Geschäfte gemacht hat, tatsächlich oder vermeintlich. Und klar, wir wissen natürlich auch nicht, wie sich der Ukraine-Krieg überhaupt entwickelt bis zur US-Wahl. Da kann ja noch viel passieren. Aber Donald Trump als Präsident, das könnte für die Ukraine schon unangenehm werden. Sie ist also potenziell einer der großen Verlierer, wenn er gewählt wird. Und ich glaube jetzt übrigens nicht, dass Donald Trump eine Marionette von Wladimir Putin ist, auch wenn das viele immer sagen und auch wenn Russland ihn ja im ersten Wahlkampf auch anscheinend unterstützt hat.
Ich glaube aber genauso wenig, dass es in den USA jetzt den großen, perfiden Plan gegeben hat in den letzten Jahren, dass man mit aller Macht da versucht hätte, dass man die NATO auf die Ukraine erweitert und damit jetzt Russland in die Enge treibt. Das Problem war wahrscheinlich eher eine gewisse Missachtung von Russland. Wenn zum Beispiel Barack Obama gesagt hat, Russland ist eigentlich nur noch eine Regionalmacht. Oder wenn John McCain sogar gesagt hat, Russland ist eine Tankstelle, die sich als Land ausgibt. Und spätestens seit 2016 hat es also so eine Planung ganz sicher nicht mehr gegeben. Für Donald Trump war die NATO sowieso ziemlich uninteressant. Und was soll er sie großartig erweitern wollen, wenn er eigentlich vorhat, dass er aus ihr austritt? Und das kann er in seiner zweiten Amtszeit im Prinzip immer noch tun im Extremfall. Und damit haben wir den zweiten großen potenziellen Verlierer, wenn er Präsident wird, nämlich die EU. Wenn er im Extremfall austritt aus der NATO, was er ja mehrmals angedroht hat, dann steht Europa militärisch, sicherheitspolitisch ziemlich dumm da. Möglicher Gewinner wäre dafür überraschenderweise China. Das ist jetzt von mir vielleicht ein bisschen gewagt, das so zu sagen. Aber für die beiden Regierungen, da ist China ja inzwischen ein dauerhafter, systemischer Konkurrent. Und sie sagt auch, man muss Chinas Aufstieg grundsätzlich verhindern. Das ist die Politik. Für Donald Trump war es aber eigentlich nur ein Land, das in die USA zu viel exportiert hat. Und er ist jetzt auch kein Typ für so einen ewigen Systemwettbewerb. Er ist ziemlich ungeduldig. Er will auch immer eine schnelle Lösung haben. Es ist also vorstellbar, dass er da vielleicht erstmal nochmal auf Konfrontation geht und dass dann China aber irgendwelche Zusagen macht, wo er dann sagen kann, alle mal herhören, Leute, ich habe mit China jetzt einen Deal gemacht. Amerika hat gewonnen, das ist ein guter Tag für Amerika, sodass sich das Verhältnis mit China vielleicht dann sogar verbessert, weil aus dem Konflikt zum Teil Ideologie wieder rausgenommen wird. Das ist aber nur so eine Idee jetzt mal von mir. Und jetzt noch ganz kurz, wie der Aktienmarkt unter Donald Trump gelaufen ist. Hier ist der breite S&P 500 Index, die letzten 10 Jahre. Der Chart ist von TradingView. Und die beiden Linien da, das sind der Anfang und das Ende von seiner Amtszeit. Und es hat sowieso ja eine lange Rallye gegeben seit der Finanzkrise und die Trump-Zeit war da mittendrin und diese Rallye ist eben auch unter seiner Ägide ungebremst weitergegangen. Der Handelskonflikt mit China, das hat den Anlegern damals nicht gefallen. Sie haben aber trotzdem gekauft wegen seiner großen Steuererleichterungen. Darum hat man auch von einer Trump-Rallye gesprochen damals. Zwei Einbrüche hat es aber gegeben. Der erste war 2019. Da ist trotz seiner ganzen Stimulusmaßnahmen das Wachstum plötzlich zurückgegangen. Und der Markt hat sich erst dann wieder erholt, als die Fed dann die Zinsen wieder gesenkt hat. Und der zweite Einbruch, das war dann der Corona-Crash und die Erholung anschließend. Beides hat jetzt mit Donald Trump gar nicht mehr wahnsinnig so viel zu tun gehabt. Und insgesamt kann man aber sagen, er war für die Börse zumindest nicht schlecht. Es war aber auch alles wieder stark schuldenfinanziert, was er da gemacht hat in seiner Amtszeit. Genauso wie bei seinem Vorgänger und genauso auch wie bei seinem Nachfolger. Aber am Ende kann man sagen, eine zweite Amtszeit von Donald Trump, auch wenn die Welt an sich sie vielleicht nicht überleben sollte, aber der Aktienmarkt überlebt sie wahrscheinlich schon, so wie er die erste Amtszeit auch überlebt hat und so wie er ja eigentlich dann immer doch alles im Grunde überlebt. Und damit ist also das Fazit. Als Mensch, je nachdem, wo Sie jetzt politisch stehen, da sollten Sie sich vielleicht jetzt schon sehr ernste Sorgen machen. Aber dafür können Sie dann als Anleger sagen, sehr wahrscheinlich wird dann auch diesmal auch wieder nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und das ist dann ja auch schon was. Und langweilig wird es in nächster Zeit in den USA dann garantiert auch nicht. Katastrophen sind ja sowieso nie langweilig. Freuen wir uns also auf spannende Unterhaltung in den nächsten Monaten, wenn Joe Biden und Donald Trump demnächst ihre Rollatoren sich dann wieder um die Ohren hauen.
Danke, dass Sie diesmal so lang dabei geblieben sind bei diesem Video. Ich würde mich freuen, wenn Sie es in Zukunft auch mit mir weiterverfolgen. Dann auch sicherlich wieder ab und zu auch mal mit kürzeren Videos. Und wie gesagt, ich freue mich natürlich auch über jedes Kanal-Abo. God bless America. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.